Nächster Teil. Dann war die Bitte, Groß P ist gleich, ich lese diese Zeile hier oben mit diesem türkisenen Unterlegten, lese ich so, wie ich es jetzt hier hingeschrieben habe. Sieht natürlich richtig kompliziert aus. Also A plus D und das alles durch, zweimal, Klammer auf 1 plus 1 durch Sinus Alpha halbe, wenn ich es richtig gesehen habe. Naja, und Sinus Alpha halbe soll alleine stehen. Ähnlicher Fall, also wir werden jetzt gleich weitermachen, aber ich verweise, wenn hier das x unter der, das gesuchte Größe unter dem Bruchstrich steht und in der Klammer drin, dann erstmal alles weg damit, alles raus damit. Und das sieht hier ganz so aus, als würden wir das eigentlich ganz gut hinkriegen. Ich schlage aber noch was vor. Wir beschäftigen uns, also ich werde mal diesen Kram hier mal kopieren, dass wir es leichter haben. Dann schreiben wir da unten weiter. Und so. Und jetzt geht es hier unten weiter. Na, komm, einfügen. Schwupp. Ah, da ist er. Schön. Gut. Wir müssen uns aber mal hier unten mit dem ganzen Teilterm beschäftigen. Ich mache das mal so hier. Mit diesem ganzen. Ach. Na, komm. Mit diesem ganzen Ding hier. Bevor wir mich richtig loslegen, schlage ich vor, wir verbessern das mal ein bisschen. Das heißt, wir könnten das vielleicht durch Ausmultiplizieren einfach ein bisschen besser hinkriegen. Andererseits, es reizt danach, da ja die 2 stört, zuerst alles mal 2 zu multiplizieren. Dann habe ich hier unten nicht mehr so viel Mist stehen. Aber ich erinnere nochmal an was Folgendes. Und zwar, wenn ich zum Beispiel dastehen habe, a geteilt durch b Zetel, sag ich mal so, also ganz frech, einen großen Bruchstrich. Dann muss ich doch eigentlich sagen, das ist genauso wie A geteilt durch, ich mache das jetzt mal in Babyschreibweise, B durch C. Oder anders gesagt, das ist A mal C durch B. Ne? Wir müssen ja mit Brüchen bei der Division so umgehen, dass wir mit dem Reziproken multiplizieren. Das heißt aber, dass dieser Term hier, dieser, dass der plötzlich eigentlich viel leichter dasteht, nämlich das ist a mal c und das alles durch b. Was ist mit dem c passiert? Durch ist mal, sage ich immer gerne. Das heißt, das c rutscht oben auf den Bruchstrich drauf. Und wenn wir uns das jetzt mal für unsere vorgegebene Gleichung zu Gemüte führen, dann wird das auch nicht mehr so schwer. Das heißt, wir sollten vorher mal umformen. Ich sage mal ganz schnell, wir multiplizieren das mal aus. Also, ich schreibe die Formel nochmal hin. P ist gleich immer links und rechts mitschreiben. Sonst vergisst man ganz schnell was und außerdem wäre es mathematischer Blödsinn. Und jetzt kümmern wir uns mal nur hier unten um das Ausmultiplizieren. Also 2 mal 1 ist 2 plus 2 mal 1, 2 durch Sinus Alpha durch 2. Und was hat man gesagt? Durch ist mal. Also hier habe ich einen Hauptbruchstrich und die 2 wird hier oben mit hinrutschen. Mal sehen, was passiert, wie es aussieht. Das bedeutet also, P ist gleich A plus D durch und jetzt, durch ist mal, die vorne 2, die bleibt, plus und dann sagen wir, 2 mal 2 ist 4 durch Sinus Alpha. Naja gut, auch nicht schlimm. Jetzt war aber, glaube ich, in der Bitte, und jetzt doch korrigieren, nach Sinus Alpha halbe umstellen. Wir wollen Sinus Alpha halbe glatt, ganz glatt dastehen haben. Dann wäre es jetzt blöd, das auszumultiplizieren. Dann lassen wir diesen Term so und wir machen jetzt hier praktisch weiter. Also dieser Teil hier ist noch eine Variante, wenn ich, wie man auch mit solchen Sachen umgeht, aber das lassen wir jetzt mal weg. Also, hier geht es weiter. Wir multiplizieren nicht aus, sondern wir nehmen alles schon mal 2. Denn diese 2 hier vorne stört zuerst, dann kann ich die Klammer hier unten weglassen. Dann steht hier 2p ist gleich a plus d. Und hier unten steht alles ohne Klammer, 1 plus 1 durch Sinus Alpha halbe. Haha. Jetzt hatten wir gesagt, der ganze Kram steht hier unter dem Bruchstrich. Sinus Alpha halbe wollten wir gerne haben. Dann ist es wirklich besser, wenn wir Folgendes tun. Oh, der Stift ist ein bisschen verrutscht. Wenn wir Folgendes tun, wir nehmen mal diesen gesamten Term und teilen dann durch 2p. Ich habe das jetzt erstmal gemacht, die 2, mich erstmal um die 2 gekümmert, damit das hier unten nicht so kompliziert aussieht. Ich hätte auch gleich mal 2 mal und so weiter, mal diesen gesamten Term, der unter dem Bruchstrich nehmen können, stehen.
multiplizieren können, dann wäre das auch gelaufen. Aber dann, hier sieht man es ein bisschen besser vielleicht. Also, jetzt mal diesen ganzen Term, ich unterlege den mal ganz schnell gelb. Mal das alles hier, sage ich mal so frech. Und wenn wir das machen, dann wird es besser. Weiter geht's. Also mal 1 plus. Und jetzt schreibe ich mal ganz schnell das ganz geschmiert hin, weil ich weiß ja, was ich tun will. Jetzt steht hier drüben 2p mal, Achtung, 1 plus. Jetzt muss ich leider jetzt hier mal das Gleichheitszeichen verschieben. Mache ich gar nicht gerne. 1 durch Sinus Alpha halbe. Ich muss mich entschuldigen, in den Ferien ist mein Gerät hier wahrscheinlich ein bisschen eingeschlafen. So, und was passiert jetzt? Jetzt haben wir hier wieder was Dummes stehen. Da können wir uns noch nicht drum kümmern. Wir nehmen die ganze Sache durch 2p, damit das schon mal verschwindet, damit die Klammer überflüssig ist. Und dann steht dieser ganze Klammerterm. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch gleich sagen, ich nehme zweiter Regiestrich die 1 auch noch mit weg. Dann steht jetzt hier auf der linken Seite 1 durch Sinus Alpha halbe ist gleich, Achtung, a plus d durch 2p wollten wir sagen. Und jetzt a minus 1. Ich schreibe das ganz bewusst größer dahinter, damit man es besser sieht. Sinus Alpha halbe soll alleine stehen. Vorsichtig, steht immer noch unter dem Bruchstrich. Jetzt könnte man sagen, wir können stürzen. Also wenn ich zum Beispiel hier 2 Drittel ist gleich 4 Sechstel dastehen habe, bedeutet stürzen, dass ich beide Seiten umdrehe. Dann heißt das, hier steht 3 Halbe und hier kommt auch der Nenner hoch, 6 Viertel. Und wir sehen, 3 Halbe und 6 Viertel ist immer noch das gleiche. Also stürzen, aber Achtung, ich habe hier keinen richtigen schönen Bruch. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen kritischer, wenn ich mich mit solchen Sturzangelegenheiten beschäftigen will. Muss ich mir darüber im Klaren sein? Jetzt mache ich den mal ganz groß, dass ich hier einen Hauptbruchstrich habe, der heißt durch 1. Alles durch 1, hat sich nichts geändert. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn dieses. Moment, ich ziehe das mal ein bisschen nach unten. Und das Gleichheitszeichen mal auch. Das ist nämlich sonst gar nicht schön übersichtlich. Aber ich hoffe, es ist verständlich, was hier passiert ist. Wenn ich schon stürzen will, muss ich sagen, dieser ganze schwarze Kram wird eigentlich durch 1 geteilt. Und wenn ich jetzt sage stürzen, ja, dann müsste es gehen. Also ich schreibe es mal hin. Stürzen. Dann steht hier drüben, Achtung, nicht 1 durch Sinus Alpha halbe, sondern Sinus Alpha halbe, Achtung, durch 1, was ich mir aber dann gleich schenken werde. Und hier steht 1 durch. Und jetzt kommt der ganze Kram hier unter den Bruchstrich. Ist aber nicht schlimm, Mathe ist ja nur hinschreiben. Dann schreibe ich es halt hin. Wie ich das dann mit dem Taschenrechner ausrechne, ist dann meine Sache. So, das heißt, ich bin sozusagen fertig. Denn Sinus Alpha halbe durch 1, das durch 1 kann ich mir auch schenken. Ja, dann lasse ich das hier wieder weg. Sinus Alpha halbe, das ist das, was ich ja eigentlich alleine stehen haben wollte. So, ach, ja gut, jetzt ist das gleiche Zeichen noch mit runtergerutscht. Da werden wir aber nicht dran sterben. So sieht es ungefähr aus. Hätte ich gerne schicker gemacht, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt auch keine Zeit, den Stift zu kalibrieren. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Das sei das Ergebnis. Also, Sinus Alpha halb ist 1 durch. Und jetzt unterm Bruchstrich a plus d durch 2p minus 1. Gut, nächstes Video gleich nochmal. Also ich mache dieses hier wieder dicht und dann werden wir es sehen.